In Island ist nach zahlreichen Erdbeben erneut ein Vulkan ausgebrochen. Südwestlich der Hauptstadt Reykjavik auf der Reykjanes-Halbinsel fließt seit dem Morgen Lava aus einem langen Erdspalt. Die Bewohner des nahegelegenen Fischerdorfes Grindavik wurden in der Nacht in Sicherheit gebracht. Am Nachmittag hat die Lava den Ortsrand erreicht. Dies sind die ersten Häuser, die der Lavastrom im Norden der isländischen Gemeinde Grindavik verschluckt. Nachdem die Erde zunächst hunderte Male gebebt hatte, war am Morgen ein Vulkan in der Nähe des kleinen Fischerorts ausgebrochen. Etwa 200 Menschen mussten sich mitten in der Nacht in Sicherheit bringen. Natürlich mache ich mir Sorgen um meine Zukunft. Das hier ist alles, was ich habe. Mit Schutzwellen versuchten die Einsatzkräfte den ganzen Tag über den Lavastrom aufzuhalten. Doch das Magma sprudelt fortwährend aus zwei Erdspalten. Eine davon ist inzwischen etwa einen Kilometer lang. Der Zivilschutz hat den Ausnahmezustand erklärt. Wir arbeiten mit Wissenschaftlern zusammen und bewerten die Situation kontinuierlich. Wir schauen uns ein Lavastrommodell an, um zu prüfen, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Infrastruktur zu schützen. Bereits vor knapp 4 Wochen war der Vulkan schon einmal ausgebrochen. Den letzten Eruptionszyklus in dieser Region hat es vor etwa 800 Jahren gegeben. Nun ist die geologische Zone wieder aktiv, wie Vulkanologe Troll bei Tagesschau 24 erklärt. Seit 2 Jahren haben wir jetzt die 4. Eruption, der 4. Ausbruch in schneller Folge. Und ich denke, wir müssen mit mehreren Ausbrüchen über die nächsten Jahrzehnte, möglicherweise auch in die nächsten Hunderte von Jahren rechnen. Um die Schutzarbeiten nicht zu behindern, warnen die Behörden Schaulustige davor, sich dem Ausbruchsort zu nähern.